Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map zusammen mit dem Bendodan. Hallo, grüß dich. Ja, und ab an die Arbeit. Herbstende, 14.23 Uhr, nochmal richtig schönes Herbstwetter. Es war ein bisschen frisch, ne? Aber Wetter ist noch geil. Ja, 6 knackige Grad aktuell. Und wir haben uns dieses Mal so ein bisschen entschieden. Schöne Grüße, ich glaube Modell Eicher war das unter anderem, der das geschrieben hat, dass er gar keinen Bock hat, dass wir im Winter Forst machen, weil aktuell geht es ja wieso so stark auf den Winter zu und das ist gar nicht schön. Und deshalb dachte ich, ja gut, wir machen Forst. Da habe ich auch ehrlich gesagt ziemlich Bock drauf gerade. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Aber wir machen es jetzt halt an einem wunderschönen sonnigen Herbsttag und nicht irgendwo im tiefsten Winter bei Nebel und Schnee. Möchtest du, achso, nee, du fährst jetzt in Steyr, ne? Ja, wir können, aber, achso, willst du mich sonst mitnehmen, oder was? Sonst, der hat ja Beifahrer, der Land Rover. Richtig. Ich bin gerade echt ein bisschen perplex, wie kompliziert das wieder ist, wenn du ohne Lenkrad spielst und lenken musst. Das ja, gerade beim Land Rover ist es ein bisschen schwierig. Ich find's auch irgendwie beim Steyr extrem komisch. Denn wir haben uns heute beide bewusst dazu entschieden, ohne Lenkrad zu spielen. Genau. Weil es im Forst doch eher hinderlich ist. Ja, gerade, ich sag mal, mit unseren Geräten. Also welche Erfahrung ich zum Beispiel am Anfang mit dem Lenkrad gemacht habe, das war dann noch im LS15. Da haben wir einmal eine richtig dicke Forstaktion gemacht, wo wir irgendwie alle anderthalb Stunden da im Bonsevollernter saßen, ne? Es wiederum geil, weil da funktioniert auch die Steuerung ziemlich gut. Und da macht es echt Spaß mitzuarbeiten, aber wenn man doch auch häufiger umsteigt, gerade auch die Bedienung der Typhoon und so, da steigt man dann wahrscheinlich mal doch aufs Lenkrad um, ne? Das ist dann schon irgendwie ja. So, ja, da hast du recht. Nicht so geil, wie man eigentlich denkt. Aber ich finde es schön, das hat mich bis jetzt immer ein bisschen gestört, man merkt an den Bäumen hier wirklich schon sehr dieses Herbstfeeling. Ist mir übrigens auch heute aufgefallen, dass bei uns teilweise ein paar Blätter schon auf den Straßen liegen. Wir haben teilweise schon Bäume, die bunt sind. Ja, also hier ist es ja wirklich auch so, dass die Bäume schön gelb sind und so. Das wollte ich eh mal schon vor längerer Zeit zeigen, weil es ist ja doch so, dass wir im Let's Play ziemlich dazu neigen, häufig zu spulen. Also halt auf die nächste Jahreszeit, damit ihr nicht die ganze Zeit auf Spulen warten müsst. Und so können wir heute euch auch mal diese schönen gelben Bäume zeigen. Da vorne, ich zeige mal so. Letzte Mal, wie wir Forst gemacht hatten, war es schon Winter, gell? Da hat's ja, ich glaube, da lag Schnee. Hat es da nicht in der Aufnahme angefangen zu schneiden und davor lag schon oder so? Da vorne kommt da schon. Das kann sein, ja. Das Schöne ist, bei der Wiese hier, die könnte man kaufen und da Wald hinmachen, ne? Die 18? Ja. Hätte man da noch ein Waldstück erweiterbar. Also ich weiß nicht, die Typhoon sieht irgendwie hinter dem Steyr ein bisschen popelig aus. Die ist auch nicht groß, ne? Ist kein besondere große Seilwinde. Aber dafür, was sie kann, ich bin da echt überzeugt. Also ja. Ich habe sie jetzt auch in dem Community-Projekt, das ich auch spiele, auf der Winsbach. Das macht schon Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, du hast ja schon einen schönen Fuhrpark hierher gefahren. Jo, wir haben eigentlich alles da, was wir brauchen. Die Bäume fallen immer nach links, ne? Vom Schneiden? Ja, wenn du sie ganz gerade abschneidest, fallen sie nach links. Allerdings ist es auch jetzt hier so, da müssen wir auch wieder ehrlich sein, wir hatten ja eigentlich hier letztens schon abgeforst oder abgeholzt. Da wir die Map wieder neu aufbauen mussten, beziehungsweise einen Mapwechsel hatten, stehen die Bäume natürlich wieder. Ja. Oh, ich habe vergessen, die... Hat mich auch einen kurzen Moment gewundert, ehrlich gesagt, als ich die ersten Maschinen schon vor der Aufnahme hingefahren habe und dann ist mir eingefallen, da war ja was. Da war ja was, ja. Was mir aber auch gerade einfällt, es gibt eine neue Map, die bald kommen wird, die wahrscheinlich ziemlich cool wird. Ich weiß nicht, ob das schon... Stappenbach, genau. Stappenbach kommt zurück. Ich glaube, zuletzt gab es die ja im LS15, ne? Auch so. Richtig. Auch eher gegen Ende. Und die Map soll jetzt in den nächsten Wochen für den LS17 kommen und wohl auch ganz stark überarbeitet sein. Die hat richtig Hektar, ich glaube 170 Hektar oder so. Es ist schon eine sehr große Map, eher was für Multiplayer, finde ich. Die Bilder sahen sehr, sehr geil aus und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ja. Hast du vor, einen Map-Wechsel dann durchzuführen? Nein. Oder? Gut. Also wir bleiben hier.
Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass je nachdem, wie ich da gerade Zeit und Lust habe, habe ich überlegt, ob ich vielleicht sowas, ja, jetzt, ich sag mal, nicht sowas Verbindliches wie bei On the Hills, dass wir halt so für eine lange Zeit daraus spielen, aber dass wir auf jeden Fall, oder ich auf jeden Fall für ein paar Wochen in Livestreams oder so mal eine Weile darauf spielen möchte, weil die sieht schon echt so aus, dass ich da Bock drauf habe. Ja, absolut. Also die wird auf jeden Fall, denke ich, echt richtig schick. Ja. Bin mal gespannt. Wir haben ja geschrieben, dass die eingereicht ist. Bei der Ingame-Seite. Also die erscheint auch im Spiel, dürften dann die meisten wieder sehen. Genau. Ja. Die kommt im Mod-Hub, richtig. Ja. Ich glaube, für Konsole kommt sie nicht, weil die auch ein paar neue Sachen an Funktionen haben soll. So wie ich das verstanden habe. Kann ich dir sogar gar nicht sagen. Ich meine, das stand auf Facebook, also nicht, dass sie nicht auf Konsole kommt, sondern dass die halt irgendwelche neuen Zuchtstationen oder so halt haben wird. Ach stimmt, die hat Mastbetriebe. Mastbetriebe, so genau. Ja. Ach, wir haben sogar das Maßband drin. Aber da können die Leute ja vielleicht mal selber schreiben, ob ihr irgendwas auf der Stappenbach sehen wollt, woran ich jetzt so denke. Ist dann halt wirklich irgendwie, wenn ich ein, zwei Mal die Woche streame, mal wieder, was ich mir im Herbst vorgenommen habe. Davon kann ich dann ja auch die Aufzeichnung als Video bringen, aber es wird jetzt nicht eine Sache, die über Monate geht, sondern halt nur mal so eine Phase, weil Stapenbach gerade draußen ist und wenn sie so geil wird, wie ich damit rechne, dann habe ich da halt Bock drauf, auch ein bisschen Zeit darauf zu verbringen. Na klar, das soll man dann natürlich auch mitnehmen. Ja. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie machen wir es am besten? Achso, du schneidest schon, oder? Ich bin schon hier am Schneiden, gerade die Bäume, die hier vorne liegen. Was wir vielleicht den nächsten Mal ausprobieren können mit den nächsten Bäumen, dass wir mal versuchen, mit der Winde 3-4 Stück nebeneinander zu legen. Ah, das geht. Also alles schön so quasi mehr oder weniger gleichmäßig. Dann kann man die nämlich in gleichmäßige Stücke schneiden. Und so haben wir das früher bei unserem Forstprojekt im LS13 immer gemacht, dass man die dann direkt hingelegt hat. Weißt du auch, dass man die übrigens zusammenketten kann? Die Bäume? Ja. Das ist cool. Nee, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon relativ viele Praxistests gemacht. Ich kann halt Bäume beispielsweise zusammenketten. Also ich kann jetzt einen ein Stück vorziehen. Und wenn ich den dann halt weit genug vorgezogen habe, kann ich den anderen beispielsweise noch dran mit verbinden. Wie viel Meter konnte ich noch mal irgendwie 50 Meter oder so 50, weg? 50, genau, 50, richtig. Ja. Gut. Ja, okay. Ansonsten LS-mäßig, aktuell gibt es glaube ich nicht ganz so viel zu sagen. Es gab halt diese Factsheets, ne? Da hast du glaube ich auch was zu gemacht, oder? Genau, die Factsheets, die mir Giants zugeschickt hat, hatte ich jetzt vorgestellt. Wie auch andere YouTuber. Nur halt natürlich bei mir fehlt halt einfach noch ein bisschen die Professionalität. Ich muss auch sagen, ich fand Factsheets immer ein bisschen schwierig in den letzten Jahren, auch beim LS15 schon, jetzt beim LS17, also bei den News dazu auch. Einfach weil Factsheet ist doch irgendwie, das ist so ein kleiner Schmankerl zwischendurch, ne? Das liest man sich einmal durch. Diese Factsheets haben mittlerweile einen Status, finde ich, wie so ein Artbook beispielsweise. Also die sind richtig schön gemacht, finde ich. Aber schön gemacht sind sie auf jeden Fall. Aber also mir gefallen die wesentlich besser als jetzt die LS17 Standard-Bilder. Ja. Also, oder wie die kamen, wie der LS17 rauskam. Aber was ich halt zum Beispiel meine, beim LS17 vorher, da gab es ja eigentlich jeden Freitag immer so ein kleines Update, dann gab ein Video. Ist hier auch so. Ja, genau. Also es ist hier auch so geplant zumindest. Aber ich bin mal gespannt, ob die das hinkriegen, weil das sind noch 10 Wochen oder so, ne? So viel scheint ja im Addon gar nicht an Fahrzeugen drin zu sein, dass die... Ja, aber wie gesagt, guck mal, wie viel jetzt schon für die Gamescom veröffentlicht wurde. Und jetzt haben sie den kleinen MF beispielsweise vorgestellt und die Stara Selbstverspritze. So, wenn sie jetzt dann beispielsweise nächste Woche oder jetzt kommenden Freitag dann den Bison vorstellen, den polnischen Mähdrescher beispielsweise, dann... hast du den Tag, die Woche auch schon wieder rum. Ansonsten hast du ja jetzt schon jede Menge Sachen, die vorgestellt worden sind. Ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch genug nebeneinander liegen. Ja, dachte ich gerade auch. Also ich habe die auf 4,50 Meter geschnitten die ganze Zeit. Ist das hier die Höhe?
Ja, hier ist er, wo wir stehen. Du, wie ist Maßband auswärts, weißt du? Nee. Drück mal die linke Alt-Taste und Rechtsklick. Linke Alt-Taste. Und Rechtsklick. Und dann geht man so runter. Ne? Und dann gehst du ein Stück und dann läuft das hoch. Und genau so machst du es auch beispielsweise wieder zu. Okay. Na gut, jetzt habe ich es ein bisschen kürzer geschnitten, aber ja, das ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, was ich halt finde, ich werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwann was zu den Fact-Cheats machen, aber das Problem, dass ich damit so ein bisschen habe, ich finde, es ist einfach immer ein bisschen wenig für ein Video. Ich warte also, bis ein paar Fact-Cheats draußen sind und dann werde ich erstmal wieder was dazu machen. Was war früher halt beim LS, ist es ein bisschen einfacher. Da habe ich ja auch nicht jede Woche was gemacht. Einfach, weil ich finde, das wird dann immer ein bisschen viel und es macht halt auch, ich glaube jetzt beim Eton war es nicht so schlimm, aber wenn ein neuer LS kommt, machen mittlerweile alle immer diese News, diese Fact-Cheats. Ja gut, wer sie jeder bekommt, sogar ich als kleiner YouTuber habe sie bekommen. Ja, und du kannst ja auch einfach die bei Facebook runterladen, da sind sie dann, dann hast du dein Video halt eine Stunde später online, weil du die nicht sofort hattest, aber auch das ist ja kein Problem. Ja gut, wir haben halt ein Embargo drin, ne? Ja, halt immer bis die Uhrzeit, wo die das immer auf Facebook freischalten, 16 Uhr oder so, ne? Genau. Ja, das war ja eigentlich auch schon immer so. Ja, für mich ist das alles jetzt neu. Ja. Aber was ich halt meine, ist, dass es, finde es cool, dass Giants das macht, weil man blättert so, ich sag mal, durch Facebook oder so und sieht, oh geil, die und die Maschine ist dabei und, oh, ganz nett, die hat so und so viel PS. Aber mir persönlich ist es immer so ein bisschen wenig Info noch und deshalb sammle ich immer so lange, bis ich wirklich viel hab und dann, mache ich mal wieder was dazu. Ja. Ich gucke halt, dass die Videos so, wenn es halt nur zwei Stück sind, dass das Video knapp so 5 Minuten lang ist. Ich informiere mich halt auch immer jetzt ein bisschen vorher, dann, wenn ich die Factsheets bekomme. Man kann ja dann auch mal bei MF gucken, was gibt's in der Serie so mit diesem kleinen Schlepper, ne? Genau, richtig. Oder wo werden die beispielsweise in Südamerika eingesetzt? Und was ich auch ganz interessant fand, in dem Zusammenhang, Stara hatten damals ein Joint Venture mit Amazon gehabt. Weil mir kommt halt die Selbstverspritze und von den Farben her kommt mir die halt sehr, sehr krass wie die Geräte von Amazone beispielsweise vor. Ja. Und die hatten in den 1900 Aumischblau, frag mich jetzt nicht genau nach dem Jahr, hatten die ein Joint Venture, wo die glaube ich zusammen entwickelt hatten. Und deshalb sieht die Selbstverspritze einer Amazone-Selbstverspritze sehr ähnlich. Okay. Und was ich auch interessant fand, ist, dass diese Selbstverspritze von Stara, dass die einen Flüssigdüngertank hat und einen Festdüngertank. Jo, und das konnte man ja auch auf der Gamescom testen. Ja gut, das blieb mir verwehrt. Aber ja, ein bisschen weit weg auch. Ja. Ja, auf jeden Fall. An sich auf jeden Fall ganz nett. Ich habe das damals auch immer ganz gerne gemacht, dass man einfach mal als, ich sage jetzt mal blödes Beispiel, als bekannt wurde, Fendt ist dabei. Was gibt's denn alles von Fendt? Da waren auch Sachen dabei, die ich dann gerätselt habe, die gar nicht gekommen sind, wie zum Beispiel der Fendt Katana Häcksler, ne? Den gab's ja gar nicht, aber als bekannt wurde, Fendt ist dabei, hat man natürlich auch auf den Katana gehofft und so, ne? Ja. Und jetzt ist ja das neueste Rätselraten ist ja jetzt, dass der Fall, in irgendeinem Video beispielsweise wurde, ich glaube im Trailer vom im Gamescom-Trailer war irgendwie, glaube ich, sowas vom Händler dabei. Und der Händler, da hat ein Prospekt gelegen und auf dem Prospekt waren 10, 50 Fans dabei. Wo dann jetzt jeder denkt, okay, er kommt. Ja, aber es kann ja auch sein, dass die, was ich schon beim 1050 häufiger gedacht habe, weil das wäre im Endeffekt nur ein Schlepper blöd genommen oder die machen die halt die tausende Reihe, dann haben sie ihre 3-4 Motoren oder was es da als Auswahl gibt. Vielleicht wäre es auch ganz cool, wenn sie einfach mal sagen, gut, wir bringen das mal als Free DLC einen Schlepper. Das macht ja für die jetzt auch nicht mega viel Arbeit. Beispielsweise noch den Katana dabei. Ja. Katana und den riesen Traktor beispielsweise. Halt so ein kleines Vielleicht Fan. Wollen sie sich aber den auch aufheben für den LS19. Ja, das kann gut sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass
Topseller. Ich glaube jetzt nicht, dass Fendt nächstes Jahr oder die Akkugruppe nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Nee, ich glaube, die Marken, das haben sie ja auch schon immer gesagt, die Marken, die sie einmal drin haben, möchten sie eigentlich nicht verlieren. Ja, klar. Ist trotzdem schon mal vorgekommen in wenigen Fällen. Warte, ich zieh dir die Bäume mal vor. Soll ich nicht einfach ein Stück rückwärts? Achso, ich hätte die jetzt immer sonst ein Stück vorgezogen. Ah, ich sehe schon, du kannst das so schnell, dann kann ich auch sitzen bleiben. Ich dachte, das ist aufwendiger. Oh, das geht echt flott. Weil mich kann das alles aus dem Stand halt fast rausmachen. Schon echt cool, ne? Das Ding ist ziemlich cool, ja. Wie gesagt, ist auch jetzt mittlerweile, da ich ihn jetzt sehr, sehr oft selbst nutze, ist er halt im schon sehr berechtigt ein Mod-Contest-Gewinner ja. Von der Rubrik Youngtimer. Es ist halt auch echt was Besonderes, muss man sagen. Weil und es funktioniert perfekt. Also ja. Ich habe noch keinen Bug irgendwie festgestellt. Das war halt so ein Ding, was man sich damals im LS13 schon sowas von gewünscht hat. Ja. Und jetzt hat man endlich eine funktionierende. Ja, das ist schon, also haben sich die Jungs auf jeden Fall richtig ins Zeug gelegt. Es ist ja nur einer. Ist das nur einer? Ja. War das nicht auch ein Team? Okay. Nee, das ist nur einer. Und der hat, nachdem er, oh, ist das zu schwer für mich. Nachdem er gewonnen hat, hat er gefragt, ob er die Bewerbungsunterlagen, wann er die bei Giant schicken kann. Ach stimmt, ja. Ja. Am ich Telefon glaub, das hat, da noch, war ne? Ja, sogar noch, wo er am Telefon gesagt hat, weil der wurde doch auch angerufen auf der GFAMCON. Ja. Aber warte, hier ist noch ein Ast dran. Dann mache ich dich gleich auch hier zweigeteilt. Ja, genau. Direkt hingesprungen. Das Coole ist, die kleinen Stöcke hier, was heißt die kleinen Stöcke? Gibt noch Äste, die kann ich auch selbst in die Hand nehmen hier. Ja, und die dünneren, die gehen. Ich sehe aber gerade auch gehen. Was anderes. Wir kriegen bald wieder eine Maxi-Folge. Ach, nicht schon wieder. Die letzte kam das jetzt gar nicht so hier vor. Wir haben eine Woche nicht gequatscht und dann unterhält man sich über drei Sachen und schon ist so ein Viertelstündchen mal ganz schnell rum. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Hoffe ich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ich gehe davon aus, wenn ihr zu Ende geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.